Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario & Luigi Superstar Saga. Oder soll ich eher sagen, Mario Superstar Saga, Mario-Luigi Superstar Saga. Ja, im letzten Part haben wir uns den Weg durch die Gröhruinen gebahnt und haben herausgefunden, dass dieses angeblich schreckliche Monster, das die Toads zerfetzt, ihre Knochen bricht und das Blut aussaugt, in Wahrheit nur ein Steinkopf ist, der sich ein bisschen nach ja, Stressabbau sehnt. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Wir haben... Ach, hier kommen wir raus. Interessant, war es doch woanders. Obwohl, das war sogar der richtige Ort. Aber ich hatte es woanders vermutet. Na egal. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt die Heilewurz. So hieß sie doch, glaube ich. Gehen wir mal davon aus. Ja, die haben wir gefunden. Und ja... Jetzt können wir Mario wieder heim, beziehungsweise, ja, Mario, was auch immer. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich werde geblitzt, Dings. Luigi, alles in Ordnung? Aber ich bin auch Mario. Was du getan hast? Weißt du das etwa nicht mehr? Ich habe gehört, du warst in der Gröhruine, um Heilewurz für Mario zu besorgen. Aber hast du wirklich Heilewurz besorgt? Mann, dein Informant muss ja sehr schnell sein. Heilige Scheiße. Erstmal den übergroßen Koffer ausgepackt und da haben wir's. Yeah. Wirklich Heilewurz. Unglaublich. Allein in die schreckliche Gröhruine zu gehen. Luigi, was für ein hellenhafter Klempner. Davon wird man sich in dieser Stadt bestimmt noch lange erzählen. Aber was war denn der Donner eben? Obwohl an der Botschaft etwas passiert ist? Luigi, solltest du nicht besser schnell nach Mario sehen? Ja, pack den Koffer wieder weg. Und wir laufen los. Yeah. Luigi! Prinzessin Peach, nicht schon wieder, bitte. Und es donnert. Dabei haben wir die Macht des Blitzes und es ist... Peach! Hallo Peach. Luigi! Oh nein! Bowser! Aber dieses Lachen... Was heißt hier Bowser? Das muss eine Verwechslung sein. Ich bin... Luke Miller, oh Gott, was ist das denn? Das sieht irgendwie furchtbar aus. Ich habe Luke Millers Energie in Bowsers Körper transferiert. Der Körper sieht wie Bowser aus, aber im Kopf steckt Luke Miller. Das sieht nicht wirklich wie Bowser aus. Allein die Arme sehen aus wie Bowser, aber mehr nicht. Heute will ich nicht die Stimme. Heute nehme ich die ganze Prinzessin Peach. Okay, doch Bowser. Alles klar. Damit ist es doch wohl alles gesagt. So, was hast du noch zu sagen? Luigi, schnell, Mario ist... tot? Kann Luigi endlich seine Solo-Karriere starten? Mit seinem neuen Solo-Album? Okay, das ist wohl der falsche Film. Little Toad Town Botschaft. Naja, schön. So, dann gehen wir einfach hier rein. Es ist niemand da. Das ist natürlich auch toll. Wollt ihr mich verarschen? Toll. Toll. Nee, okay, das sollte ich wirklich alles nicht machen. Und wo sind die ganzen Toads hin? Solltet ihr nicht alle arbeiten? Mario, du bist grün, aber gleich bist du wieder normal. Yeah, es bröselt über dich herab. Jetzt seid ihr auf einmal alle wieder da, oder was? Mario, Peach! Mario, Luigi, was für ein Schock für mich und für das ganze Land. Das kostet mich wieder ein paar Jahre meines Lebens. Majestät! Bowser! Nein, Luke Miller! Nein, Bowser Miller hat eine Nachricht für uns. Auf dem Game Boy Advance. Toll.
So leicht habe ich mich nicht geschlagen. Und da diese Nachricht nicht wiederholt wird, hört ihr besser ganz genau zu, verstanden? Wenn ihr Prinzessin Peach unversehrt zurückhaben wollt, sammelt die 4 Teile der Sternbohne und bringt sie mir. Wenn ihr die 4 Teile alle habt, melde ich mich wieder. Diese Bohnen. Ich habe es ja geahnt. Diesmal hat sie uns kalt erwischt. Pech für uns. Zunächst einmal sollten wir die Teile der Sternbohne einsammeln. Wir haben eine grobe Vorstellung davon, wo die Teile der Sternbohne gelandet sind. Wolltest du dich eigentlich schon längst geholt haben? Aber scheiß doch drauf! Und dieses Pinges-Ding da oben rechts, das macht mich wahnsinnig. Ich werde das Ding nicht einsammeln. Luigi, du kannst es haben, wenn du willst. Die Absturzstellen der Sternbohnenfragmente sind markiert. Wer wird die Fragmente eher finden? Mario, Luigi, werdet ihr es sein? Oder komme ich euch zuvor? Ich setze 999,9999 Pilzmünzen auf meinen eigenen Sieg. Was? Also manchmal gibt es in diesem Spiel Momente, die ich einfach nicht wegdrücken kann. Die muss ich etwas genießen. Warum macht er das? Warum macht Prinz Marmek so etwas? Hey, was gibt es da zu sticheln? Der Wettbewerb beginnt. Mario, Luigi, viel Erfolg. Ich habe das Gefühl, im Gröltal werdet ihr rasch die Sternbohne finden. Aber will ich? Nein, nicht dieses Pinges-Ding, das will ich nicht holen. Ich empfehle, dass ihr erst diese Sternbohne sucht. Mein Gefühl trügt mich nur selten. Ich will aber nicht. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Ach, okay. Wenn ich es denn unbedingt wollt. Aber wo zur Hölle soll es genau sein, wenn ich fragen darf? Es ist irgendwo im Gröltal. Schön, aber wo? Oh Gott. Nein, ich speichere jetzt nicht. Dafür fühle ich mich einfach zu cool. Deswegen mache ich so etwas nicht. Als ein cooler Klempner macht man so etwas einfach nicht. So, jetzt sind wir draußen wieder bei diesem komischen Viech. Nein, lass mich in Ruhe. Ich möchte dich nicht. So, jetzt können wir hier lang. Nee, was war hier eigentlich? Nee, hier war irgendwie gar nichts. Ich wette, hier war gar nichts. Nein, nein. So, wir gehen einfach wieder hier rein. Und da irgendwo muss es jetzt sein. Doch wir wissen alle nicht wo. Steht es hier? Nicht wirklich. Aber wir waren noch nie ganz links gewesen, glaube ich. Wo wir auch nicht hinkommen. Wuhu, toll. Das ist echt schick. Oder können wir Luigi da drunter durchlaufen lassen? Nee, sieht nicht so aus. Nein. Sieht wohl nicht so aus. Huch, falscher Knopf. So, genau. Huch, Mann, ich drücke mal den falschen Knopf. Meine Kajüte. Das war auch sonst nicht so schwer. Ich denke irgendwie, dass irgendwo hier rechts sein muss. Ach, bestimmt beim Schiff. Könnte ich mir jedenfalls ganz gut vorstellen, also. Warum nicht? Nein, 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 nein. Ich will die epische Musik weiter haben. So, gut. Ja. Dieses Pinges-Ding. Und sind das tote Wesen? Aha, das Ding, das eben vom Himmel gefallen und gegen die Tür geknallt ist, war wohl dieses Teil hier.
Sehe ich auch so. Kaum zu glauben, so klein und haute uns die ganze Tür kaputt. Eigentlich vollkommen bizarr. Das kann man wohl sagen. Übrigens, dieses Fragment ist zwar klein, aber es glänzt wie verrückt. Findest du nicht auch, wir sollten es vorläufig ins Lager bringen? Und diese bizarren Wesen namens Mario Luigi sind euch eben entgangen, oder wie? Hallo? Geht's? Speichern und weiter, bitte? Wo sind wir denn jetzt gelandet? MS Kichererbse Eingang. Achso, ja, das ergibt Sinn, das ergibt total viel Sinn. Natürlich, was anderes hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dann reden wir mal mit dich. Wo wir hier sind? Dieses Schiff ist die in aller Welt bekannte Kichererbse. Die Ladung, feinster Witzwein. Na, da seid ihr ja geplättet, was? Ich glaube, ihr transportiert nicht mehr so viel, wie ihr es denkt. Nee, ich will erst mit dir da oben reden. Komm mal her. Was seid ihr? Landratten? Ihr könnt nicht einfach ins Lager spazieren und euch mit Witzwein besaufen. Ach nein. Ich zeig dir, dass das geht. Was bist du? Der Captain? Was? Ihr fragt euch, was dieses Schiff in der Wüste macht? Das ist doch klar. Wir befinden uns auf einem gesunkenen Frachter, okay? Und es ist Ewigkeiten her, dass dieser Frachter gesunken ist. Da ist uns das Meer ganz einfach unter den Planken weggetrocknet. War aber auch eine lange Zeit. Unsere Körper sind auch nur noch Knochen, wie ihr seht. Und das macht euch keine Sorgen? Naja gut, sie haben gelernt, damit zu leben. Sie sind tolerante Wesen. Das heißt, sie war mal Bohnen gewesen. Das ist ein verstörender Gedanke, irgendwie. Gut, mehr scheint hier ja nicht zu sein. Und trotzdem bin ich immer noch verstört. Können wir uns den Globus ansehen? Ich will mir diese Erde ansehen. Deren Planet will ich begutachten. Ich meine, ich muss ja wissen, was ich später über... Ach, egal. So. Ach, nee. Gibt nichts zu sehen. Ach, gehst du mal weg hier? Danke. Gehst du weg. So. Jetzt können wir hier lang laufen. Ob die Kichererbse wohl je wieder in See stechen wird? Oder sind wir dazu verdammt, in dieser Wüste zu vertrocknen? Ihr seid schon längst noch Knochen. Der fette Billy im Lager, der hat zu viel Witzwein gebechert. Die Knochen sind ihm fett geworden. Jetzt steckt er in der Wand fest. Was? Ernsthaft? Billy wird von Tag zu Tag immer retef. Naja, wird einfach mal fetter umgedreht. Die Risse in der Wand werden angeblich immer größer. Was? Du weißt nicht, was retef heißt? Dann lies retef doch einfach mal von hinten. Nee, danke. Ach gut, dann würde ich sagen, speichern wir hier an dieser Stelle. Ja, das ist jetzt vielleicht ein etwas kürzerer Part, aber... ich denke mal, es ist ganz gut, an dieser Stelle den Part einfach mal zu beenden, so frech wie ich bin. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.